willkommen heute zum Thema die drei Phasen eines Unternehmerlebens. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Ich habe selbst auch viele Firmen gegründet und kenne diese drei Phasen sehr gut. Die erste Phase ist nun die Survival-Phase. Und die Survival-Phase, die besteht aus zwei wesentlichen Punkten. Der erste Punkt ist, dass du dein Break-Even durchschritten hast, also die Gewinnschwelle durchschritten hast, deine Firma sich selbst trägt. Die zweite Phase ist nun schließlich deine Tragfähigkeit. Das bedeutet, dass du durch Privatentnahme deinem Unternehmerlohn oder durch Zahlung eines Geschäftsführerlohns deine privaten Lebenshaltungskosten inklusive Steuern, also privaten Unternehmenssteuern, alle bedienen kannst und vielleicht schon eine kleine Rücklage aufbauen kannst. Nun, da schaffen viele Steuerberater, Anwälte, Freiberufler, Künstler, irgendwann schaffen sie den zweiten Punkt, aber sie vergessen komplett die zweite Phase. Nun, was ist die zweite Phase? Wenn du so gut arbeitest, dass du die Survival-Phase überlebt hast und du fällst aus durch Krankheit, durch Unfall, durch Tod, dann hast du in den ersten beiden Fällen selbst keine Einkünfte und beim dritten Fall deine Angehörigen auch nicht. Also die Frage ist, wie kannst du nun in der zweiten Phase dein Unternehmen so aufbauen, dass du entweder überflüssig bist, beziehungsweise dein Unternehmen auch ohne dich weiter existiert. Also hier sprechen wir von der Phase, wo das Unternehmen autark existiert, wo du also dich selbst überflüssig gemacht hast und vor allen Dingen, wo du Zeit hast, am Unternehmen zu arbeiten und nicht mehr im. Denn wenn du die einzige eierlegende Wollmilchsau bist, die nur verkaufbare Leistungen oder die Produktion vorantreibt und du fällst aus, dann bricht das Unternehmen zusammen und alle Beteiligten mit. Hier ist also wichtig, dass du in der zweiten Phase einkalkulierst, dass du Mitarbeiter einstellst und Zug um Zug auch Leitung, also Geschäftsführer, Führungskräfte, die das Unternehmen weiter organisieren, auch wenn du mal in den Urlaub fährst, länger als eine Woche. Auch wenn du mal krank wirst, länger als eine Woche. Oder wenn du deine Träume verwirklichst, sagen wir mal, eine Weltreise machst. Oder sagst, du möchtest deine zweite Unternehmung aufbauen, du möchtest ein Studium machen. Dann wird das nur funktionieren, wenn du diese zweite Phase durchschritten hast. Und das geschieht nicht durch Zufall, das geschieht nur durch Planung. Ja, du brauchst auch hier wieder, wie damals bei der Gründung, einen Finanzplan mit allen Kosten, Umsätzen, Marketingausgaben, Mietzahlen, Verkaufsfunnels, entsprechende Rücklagen für die ersten Mitarbeiter und Investitionen für größere Betriebsräume, Betriebs- und Geschäftsausstattung. Da brauchst du auch einen Finanzplan und da helfen wir dir auch gerne dabei. Nun, was ist denn die dritte Phase, wenn du das erfolgreich durchschritten hast? Nun, die dritte Phase ist, dass du wahrscheinlich keine 2500 Jahre alt wirst oder 1000 Jahre biblische Alter von Methusalem. Das wirst du wahrscheinlich nicht erreichen, denn irgendwann wird der Zeitpunkt dann also kommen, dass du deinen Betrieb übergibst, abgibst. Gewollt durch Vorbereitung, ungewollt durch Todesfall. Das heißt, die dritte Phase bedeutet, dass du dir Gedanken machst, wer dein Nachfolger ist. Das bedeutet, dass du dir Gedanken machst, wie kannst du den Unternehmenswert nach oben schrauben. Ich habe letztens wieder einen Fall gehabt, da wollte jemand eine Firma verkaufen und hat gesagt, ja Herr Schäfer, ich hatte meine Schwarzgeldkasse, die habe ich natürlich nicht angegeben, deshalb sind meine Umsätze und Gewinne auch so niedrig, aber ich möchte einen hohen Verkaufspreis. Nun, dann hat er sich selbst ins Knie geschossen. Das heißt also, wie kannst du den Ertragswert, den Substanzwert, den ideellen Wert deiner Firma so weit optimieren, dass du entweder Investoren reinnimmst, dass du die Firmenanteile verkaufst an Führungskräfte oder innerhalb deiner Familie oder extern an andere Unternehmen dein Unternehmen auch zum hohen Preis verkaufen kannst. Denn hier geht es nicht nur darum, dass dein Lebenswert erhalten bleibt, dass du anderen Aufgaben nachgehen kannst. Es geht auch um deine Altersvorsorge. Und wenn du nicht zu den Menschen gehören willst, die mit 80, 90 in dem Rollator unterwegs sein, die Flaschen sammeln, damit sie ein bisschen mehr Einnahmen haben zu den Mindestkosten beim Jobcenter, die dann vielleicht noch deine Wohnung oder Pflegekräfte bezahlen. Wenn du zu diesen Menschen nicht gehören willst, dann mach dir also auch frühzeitig Gedanken, wie du aus deinem Unternehmensprojekt deine Altersversorgung auch sicherstellst. Der Vorteil ist, dass du nicht nur den Wert dann möglichst weit nach oben schrauben kannst. Der Vorteil ist nicht nur, dass du eine gesicherte Altersvorsorge hast, sondern viel größerer Vorteil ist, dass du dir auch den Zeitpunkt aussuchen kannst, ob du mit 70, 60, 50, 40 in den Ruhestand gehen kannst. Das ist kein Zufall, das ist Resultat einer Planung. Nun, egal wo du jetzt bist, als Unternehmer, als Gründer, du bist in einer dieser drei Phasen. Und wenn wir dir helfen können, die erste Phase erfolgreich zu gestalten, zu überleben, tragfähiges Unternehmen aufzubauen oder zu wachsen und sicherzustellen, dass dein Unternehmen unabhängig von dir funktioniert oder wenn du schließlich dein Unternehmen bewerten, verkaufen willst, optimieren willst oder eine Nachfolge in deiner Familie anstrebst,
Wir können dir von der X-Group dabei helfen und du kannst gerne den Gutschein für ein kostenfreies Erstgespräch, der eingeblendet wird, nutzen. Empfehle uns gerne weiter, abonniere den Kanal und wir freuen uns, dich kennenzulernen. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.